So, wir machen weiter bei Let's Play Tomb Raider Fading Light. Dieses Level hier auf dem Friedhof in New Orleans macht diesem Spielnamen wirklich alle Ehre, weil es ist wirklich sehr, sehr dunkel und wirklich hier voll das Fading Light, muss man wirklich mal sagen. Passt sehr zusammen alles. Wäre auch komisch, wenn es nicht so wäre. Auf jeden Fall, sind wir jetzt hier in diesem vierten Raum? Und hier sind diese Wände, die hin und her fahren. Das kennt man aus Tomb Raider 4. Da kam das erste Mal vor. Und wurde auch in verschiedenen Custom-Levels dann umgesetzt und eingebaut. Ich weiß nicht, ob man diese Zwischenplattform überhaupt braucht. Ich glaube, dass es ohne. Ja, das war mir auch schon fast klar. Dass es ohne einfacher ist. Ach so, genau. Das scheint hier wahrscheinlich alles tödliches Wasser zu sein. Ja. Wir gucken aber trotzdem überall mal rein, weil manchmal ist es ja dann so, dass plötzlich ein Wasser nicht tödlich ist. Wie das dritte zum Beispiel, wo man dann denkt, ach, die sind alle tödlich. Und da drin dann irgendwo ein versteckter Tauchgang ist, wo man zu einem Secret oder so kommt. Das wollen wir natürlich testen. Nicht, dass wir da was. Dass uns da was durch die Lappen geht. So. Okay, wir haben schon mal den Zwischenstep geschafft. Die zwei Wasserbottiche haben wir schon ausgetestet. Die waren tödlich. Bei dem wissen wir es noch nicht. Deswegen springe ich da nochmal kurz rein. Aber auch hier verbrennt man. Hätte aber sein können, dass es hier nicht so gewesen wäre. Huiuiui. Ist ganz schön knapp, was ich hier heute veranstalte. Aber klappt ja irgendwie. So, dann ziehen wir mal diesen Hebel. Ah, okay. Ja, jetzt haben wir nämlich Ketten und können dann oberhalb von diesem großen Raum da lang schwingen, da wo der Tod stand. Da bin ich wirklich mal gespannt, was dann passiert. Also ich finde, diese Dinger hier sind eigentlich ziemlich dankbar, weil man da ziemlich gut dran vorbeikommt. Oh, wir wollen den Tag aber nicht vor dem Abend loben. Machen wir mal so einen Zwischenstep. Ich glaube, das ist einfach her. Haben wir es überlebt? Geil. Es ist nur die Frage. Haben wir Leben verloren? Zumindest nicht viel. Also wenn, haben wir nicht viel Leben verloren. Gut, dann hätten wir diese vier Gänge geschafft. Und ja, genau. Können jetzt das Ganze wieder hochklettern, weil wir jetzt oben die Ketten haben. Und da können wir dann weiterkommen. Also bis jetzt erschließt sich dieses Level wirklich sehr, sehr gut und es ist auch trotzdem ziemlich geradlinig, was ich anfangs nicht gedacht habe. Wo wir in der Stadt von New Orleans waren, da war es doch ziemlich groß und ich dachte, das wird eher ein konfuses Level, was nicht so geradlinig ist und man dann von A nach B kommt, sondern man hat irgendwie einen Ausgangspunkt und hat tausend Möglichkeiten, irgendwie anzufangen. Das ist aber gar nicht so. Und das finde ich ganz gut. Ich habe lieber geradlinige Spiele, die nicht zu komplex sind und man nicht zu viele Entscheidungen treffen muss, wo gehe ich jetzt als erstes hin. Ist mir immer lieber. So, die Frage ist jetzt, springen wir auf den bröckligen Boden oder versuchen wir gleich hier auf dieselbe Insel zu kommen? Ich glaube, das macht mehr Sinn, direkt dahin zu schwingen. Wenn die Kette das überhaupt mitmacht, weil meistens springt Lara ja dann irgendwie so random ab. Und landet dann absolut nicht da, wo sie landen soll, wie wir gerade gesehen haben. Deswegen versuchen wir es jetzt vielleicht doch einfach gerade und versuchen dann irgendwie da schnell rüber zu springen oder vielleicht sogar zu hangeln, weil dabei stürzt es ja meistens gar nicht ein. So. Ja, irgendwie kriegt Lara hier keinen Schwung drauf, aber doch, passt. Perfekt, weil so passiert ja nichts. Eine kleine Tomb Raider-Ungenauigkeit, die aber schon immer existiert, seitdem es solche bröckligen Plattformen gibt. Und wenn wir da jetzt drauflaufen, dann geht das natürlich alles den Bach runter. Aber vielleicht sollte man diese Plattform doch ganz lassen. Vielleicht braucht man sie später nochmal. Springen wir an die nächste Kette. Da können wir rein und da hat auch dieser Sensemann gestanden.
Und ich denke, dass er da drin vielleicht auch irgendwo sein wird und vielleicht so ein kleiner Endgegner. Jetzt nicht in dem Sinne von, dann ist das Spiel zu Ende, aber trotzdem so eine Art Level-Endgegner. Es ist alles möglich. Ich bin mal gespannt. Zuckerschlecken wir das hier wahrscheinlich nicht. Verdammt. Ich glaube, wir müssen sogar noch einen Ticken weiter nach rechts, weil so schwingt sie dann wieder nur. Obwohl, jetzt ist er irgendwie doch gerade. Also, ich verstehe das mit diesen Schwingrichtungen immer nicht so ganz. Das ist für mich einfach willkürlich. Und jetzt haben gerade die Hintergrundgeräusche gehangen und ich dachte, das Spiel hängt sich auf, aber es ist alles gut. Ja, sie bleibt gerne so in dieser einen Ecke hängen. Es ist schon wieder ätzend. Das ist wieder mal eine Seilschwinggeschichte. Auch wenn es eine Kette ist, es kommt aufs selbe hinaus. Und das ist einfach immer wieder ätzend. Man muss es einfach immer wieder sagen. Guck mal, wie die jetzt gesprungen ist. Ist doch Kacke. Auf Deutsch gesagt. Lara, das ist Kacke. Ich glaube, das gehört zu den Hintergrundgeräuschen, weil die an der Stelle immer aufhören. Komm, jetzt springen mal so. Nee, das reicht nicht. Aber jetzt sind die Hintergrundgeräusche durchgängig gewesen. Nee, jetzt sind sie wieder weg gewesen. Egal, kommt aber überhaupt nicht drauf an. Wichtig ist, dass wir irgendwie da reinkommen. Und das ist natürlich wieder mal so ein typisches Problem. Wir schwingen jetzt mal so ganz rechts. Nur so meint, das schwingt noch voll falsch. Und das ist ja manchmal dann die richtige Lösung, komischerweise. Das ist schon immer alles ziemlich komisch. Und laden. Ich überlege gerade, ob das Hintergrundgeräusche von Tomb Raider Angel of Darkness oder von Tomb Raider Legends sogar sind. Ich weiß es nicht. Eher Angel of Darkness, weil da kommen ja die meisten Hintergrundgeräusche her, die ich nicht kenne. Und ich weiß es nicht, wie das ist, weil bei Tomb Raider Legend, das ist ja dann nicht mehr von Core Design gemacht worden. Und deswegen stehen da wahrscheinlich auch diese Hintergrundgeräusche gar nicht dem Levelbaupaket zur Verfügung, könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe ja auch keine Ahnung vom Levelbauen. Deswegen gehe ich mal von aus, dass es eine Angel of Darkness Musik beziehungsweise dass es die Geräusche sind. So, das regt mich schon wieder auf hier. Warum kommen wir da nicht rein? Das gibt's doch gar nicht. Das ist einfach nur anstrengend mit diesen blöden Schwinggeschichten immer. Aber jetzt, endlich. Jedes Mal dasselbe Scheiß. Sorry für diese vulgäre Sprache heute, aber es ist einfach so. Haben wir gespeichert? Ich denke schon, ne? Weil das war jetzt wieder mal richtig gemein. Ja, wir haben gespeichert, zum Glück. Oh, da kommt's schon. Das ist alles so gemein. Aber jetzt. Und das haben wir überlebt. Es ist wahrscheinlich diese Kugel im Wasser gelandet. Die Frage ist, ob das was bewirkt hat, dass dadurch irgendwie was zusammengebrochen und dadurch eine Lücke entstanden ist, wo ein Secret drin sein könnte. Schauen wir uns das mal an. Ist aber nicht der Fall. Hätte ja sein können. Ich bin aber auch froh drum, weil sonst hätten wir die Seilschwinggeschichte nochmal machen müssen. Das klingt irgendwie schön von der Musik. Aber ich weiß noch nicht so wirklich, was ich von halten soll. Oh. Das sieht geil aus. Die Hintergrundgeräusche sind klar. Tomb Raider Chronik, Galgenbaum, alte Mühle und das Labyrinth. Und die Orchideen, die wir aus Tomb Raider des Wump kennengelernt haben. Jetzt weiß ich, wie man es ausspricht. Sorry fürs Falsche im Let's Play. Hier, Swamps, da sind wir doch schon wieder beim Thema. Louisiana.
Okay, wir sind an einem Sumpf im dritten Level dieses Spiels Fading Light, Voodoo Land. Okay. Schön. Das sieht richtig geil aus. Also voll düster und so mag ich eigentlich nicht so gerne, aber das hat ja sowas von Flair. Timo und Frückner Croft, ihr beide habt sowas von recht, das Spiel ist mega. Danke, dass ihr es mir vorgeschlagen habt. Da hätte ich echt was verpasst, wenn ich das nicht gespielt hätte. Was macht das Krokodil da für komische Anstalten? Kann man das einschießen? Ja. Yep. Ui. Jetzt regnet es aber ganz schön heftig hier. Machen wir mal so, dass es nicht zu laut ist. Aber ich glaube, wir können trotzdem Hintergrundgeräusche ein bisschen. So. Machen wir es alles mal ein bisschen mittig. Okay, und das Krokodil schießen wir jetzt erstmal ab. Nein! Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin, in den Sumpf. Müssen wir das jetzt immer umstellen? Weil das wäre ätzend. Wie bei Tomb Raider 2, wenn das dann zu laut ist. Ich lade das Ganze jetzt nochmal. Weil es ist dann immer auf voller Lautstärke und das ist schwierig. So, aufgehoben haben wir das, was hier lag, ne? Nur das Krokodil ist noch nicht tot. Verdammt, ist ja wieder runtergerutscht. So, Krokodil haben wir tot, ist schon mal ein guter Fortschritt. Die sind mega kurz, diese Regengeräusche, deswegen sind die immer wieder laut. Da müssen wir uns jetzt wohl mit abfinden. Hier so eine Trauerweide, das passt natürlich ungemein in dieses Level. Und auch der Himmel, ne? Der ist ja mal sowas von düster, dieses Braun. Das hat echt Flair. Geil, geiles Level. Wir sind gerade 3 Schritte gelaufen und ich bin schon mega geflasht. Und auch die Hintergrundgeräusche passen sehr, sehr gut in dieses Level. Das muss ich ganz klar sagen. Und diese Hintergrundgeräusche habe ich auch sehr lange nicht mehr gehört. Hier kommt man aus dem Wasser wieder raus. Das ist ziemlich gut, wenn man das mal abtauchen möchte. Hier hinten kommt man sicher auch weiter irgendwie. Über die Bäume, über den Rand darüber steht wieder ein Kreuz. Grabsteine und sowas. Das passt natürlich auch in dieses Level. Aber wir schauen uns erstmal ein bisschen im Sumpf um. So, für den Rest der Folge tauchen wir das mal ab. Und ja. Aber hier scheint nicht so arg viel zu sein, auf den ersten Blick. Ich denke ständig, mein Handy vibriert, aber das sind die Hintergrundgeräusche. Hier ist doch was, oder? Ich mache mal eine Fackel. Ah ne, das ist nur eine Textur, die ein bisschen durchschimmert. Dann nicht. Ja, also ein Sumpf an sich ist nichts, wenn ich das jetzt richtig sehe. Wir sind einmal rundherum getaucht. Da gibt es nicht viel zu holen. Deswegen gehen wir wieder raus. Weil bringt ja nichts. Hier stundenlang sinnlos rumzutauchen. Aber hätte ja sein können, dass da irgendeine Öffnung ist, irgendwas liegt. Irgendwas in die Richtung. So, hier kommt man überall auch nicht raus. Das heißt, wir müssen schon außenrum gehen. Und zwar gehen wir hier rum. Kann man nämlich gut langlaufen. Und springen jetzt mal darüber. Auf die andere Seite. On the other side. Hier oben kann man reinspringen, oder? Ist da was? Oder? Nee, das sind wirklich nur Texturen. Das war knapp. Und auch hier oben liegt nichts. Aber das sind so ein paar Blätter, so Laub, was von den Bäumen fällt. Cool gemacht. Hier ist noch so eine Kiste, aber ich leuchte jetzt nochmal hier die dunkle Ecke aus. Wenn das hier noch irgendwas ist. Nee.
Und da kommen wieder die ersten Grabsteine, Kreuze, was dieses ganze Mystische auch irgendwie ausmacht. Das dunkle, kalte, böse, wirkende. Was alles zum Thema Fading Light richtig gut passt. Und diese Fackeln heben wir in der nächsten Folge auf und sehen uns dann hier wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.